Das allgemeine Verwaltungsrecht nimmt einen wesentlichen Teil des öffentlichen Rechts ein. Da es nahezu überall relevant sein kann, sollte man in diesem Gebiet trittsicher sein. Professor Peine, selbst Professor für öffentliches Recht an der Viadrina in Frankfurt-Oder, will mit seinem Lehrbuch Allgemeines Verwaltungsrecht dabei helfen, den Stoff zu beherrschen. Seine Zielsetzung, das allgemeine Verwaltungsrecht in der Breite und Tiefe zu präsentieren, die notwendig für ein erfolgreiches Studium ist. Dabei konzentriert er sich auf die prüfungsrelevanten Themenkreise und ermöglicht eine Darstellung auf knappen Raum. Jedes der 22 Kapitel beginnt mit einem Fall, der am Ende anhand des erlernten Stoffes gelöst werden kann. Beispiele aus der Rechtsprechung, Falllösungen aus der Ausbildungsliteratur und zahlreiche Hilfestellungen sollen das Lernen erleichtern. 348 Seiten führen, aufgespaltet in vier Teile, durch das allgemeine Verwaltungsrecht. Im ersten Teil dreht sich alles um die Grundfragen. Was ist das Verwaltungsrecht? Welche Grundprobleme sollte man kennen? Der zweite Teil bringt dem Leser die Entscheidungsfindung und deren Umsetzung nahe. Das Hauptaugenmerk liegt hier, wie soll es auch anders sein, auf dem Verwaltungsakt. Ebenso findet hier der öffentlich-rechtliche Vertrag und der Realakt seinen Platz. Im dritten Teil geht es um einen der Schwerpunkte im Verwaltungsrecht, die Kontrolle des Verwaltungshandelns und ihre Folgen. Vom Überprüfen des erlassenen Verwaltungsaktes über den öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch führt Professor Peine zur Staatshaftung. Das Recht der öffentlichen Sachen findet im vierten und letzten Teil seinen Platz. In der 10. Auflage liegt eine CD-ROM für Windows und Mac nutzbar bei. Auf ihr finden sich ca. 250 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, des Bundesverwaltungsgerichtes und einiger Oberverwaltungsgerichte. Die Entscheidungen sind mittels Suchfunktionen auffindbar. Im Namen der Rezensorin ergeht folgendes Urteil. Nicht verzagen, den Peine fragen. So lässt sich mein Eindruck vom Lehrbuch kurz fassen. Die Zielsetzung, das allgemeine Verwaltungsrecht auf die prüfungsrelevanten Themenkreise zu reduzieren, ist gelungen. Professor Peine geht in die Tiefe, wo es nötig ist und bleibt dabei verständlich. Nicht nur zum Lernen, auch für Hausarbeiten ein richtig gutes Nachschlagewerk, das mit der beigefügten CD-ROM eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen mitbringt. Danke an Professor Peine, der zumindest mir einen kleinen Durchblick im allgemeinen Verwaltungsrecht verschafft hat. Der Preis von 23,95 Euro ist eine Investition, die sich anhand der gewonnenen Erkenntnisse wieder auszahlt.